Kurt Westergaard lebt gefährlich. Auf seinen Kopf sind 11 Millionen Dollar ausgesetzt. Sein Auftritt heute in Potsdam war nur unter massivem Polizeischutz möglich. Alles begann damit, dass der dänische Karikaturist die Gesetze seines Landes für gültig hielt. Meinungs- und Pressefreiheit, einschließlich des Stilmittels der Satire, die zur dänischen Kultur selbstverständlich dazugehört. Er hatte nicht damit gerechnet, dass radikale Moslems ihr eigenes Kulturverständnis auch in Dänemark gewaltsam durchzusetzen versuchen. Auch die dänische Regierung musste seinerzeit überrascht feststellen, dass sie von einer Reihe islamischer Länder dazu aufgefordert wurde, ihren Staatsbürger Westergaard zu bestrafen, obwohl kein dänisches Gericht dazu Anlass sah. Kurt Westergaard, der Mohammed-Karikaturist, wurde in Potsdam heute mit einem Preis ausgezeichnet und, das verleiht diesem Ereignis ein besonderes politisches Gewicht, Bundeskanzlerin Merkel war anwesend und stellte sich demonstrativ neben ihn. Britta Hilpert berichtet. Harmlos wirken die Absperrungen im Schlosspark Sanssouci in Potsdam, doch wer genau hinschaut, erkennt, man ist auf alles vorbereitet. Höchste Sicherheitsstufe bei der Preisverleihung an den Mohammed-Karikaturisten Kurt Westergaard. Er ist bedroht und damit auch sie. Die Bundeskanzlerin weiß, welche Wirkung dieses Bild im Ausland hat. Sie ehrt damit einen Mann, der bei den Extremisten der islamischen Welt so viel Zorn hervorgerufen hat, bewusst. Denn Meinungsfreiheit, Menschenrechte seien unteilbar. Kein kultureller Unterschied kann die Missachtung dieser Rechte rechtfertigen. Ich bin im Übrigen überzeugt, wenn wir selbstbewusst zu unseren Werten stehen, verschafft uns das weltweit mehr Respekt und Anerkennung, als wenn wir es nur verschämt tun. Kurt Westergaard zeichnete 2005 den Propheten Mohammed, der eine Bombe im Turban trägt. Er wollte zeigen, dass Extremisten geistige Munition aus dem Islam zögen, so sagt er. Er fühlt sich auf traurige Weise bestätigt, als auf die Veröffentlichung gewalttätiger Ausschreitungen folgen. Botschaften seines Heimatlandes werden angezündet, 150 Menschen starben und beinahe auch er selbst. Erst letztes Jahr entging er knapp einem Mordanschlag dank Sicherheitsraum im Bad und Bodyguards. Westergaard sagt, er sei Atheist. Er nehme auch Christen oder seine Königin aufs Korn und deshalb solle der muslimische Mitbürger seine Arbeit doch bitte so verstehen. Wenn wir über dich Witze machen, wie auch über Christen, dann schließen wir dich damit ein, nicht aus. Wir zeigen dir Respekt und Anerkennung. Thank you. Westergaard würde jederzeit wieder so zeichnen, so sagt er. Und dafür zollten besonders zwei ehemalige DDR-Bürger Respekt. Angela Merkel und Joachim Gauck wissen um den Mut, den man braucht, um Freiheit zu erreichen. Und so stellte der Bürgerrechtler Gauck an jeden die rhetorische Frage, ob sein Mut ausreicht, zum Wert der Freiheit wirklich immer und jederzeit Ja zu sagen. Ihnen, lieber Kurt Westergaard, danken wir für Ihr Ja zur Freiheit. Eine Mahnung auch an die versammelten Chefredakteure, denn sie müssen sich täglich diese Frage stellen. Ihr Medienpreis für diesen freundlichen, doch bekennenden Provokateur. Die deutlichen Worte der Kanzlerin für ihn sollen ein Zeichen sein für Meinungsfreiheit. Man ist sich nur nicht einig, wie weit die gehen darf. Es ist vielleicht eine gewisse Schizophrenie, dass Herr Westergaard von der Kanzlerin ausgezeichnet wird für seinen Mut, auch Provokationen zu entfesseln, während in Deutschland selber der Herr Sarrazin von der gleichen Kanzlerin eher abgestraft und gemaßregelt ist. Er hat innerhalb von wenigen Tagen zwei Dinge klargemacht. Erstens, ein Ton, wie ihn Sarrazin angeschlagen hat, ist nicht geeignet, den gesellschaftlichen Dialog voranzutreiben. Und zweitens, wir lassen uns von religiösen Fanatikern, von Islamisten nicht einschüchtern. Und so geht sie auch heute Abend in der Orangerie von Sanssouci weiter. Die Debatte darüber, wie man über den Islam debattieren sollte. Und aus Berlin ist uns jetzt der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland zugeschaltet, Ayman Masiyek. Guten Abend, Herr Masiyek. Einen schönen guten Abend, Frau Slomka. Sie haben heute die Bundeskanzlerin dafür kritisiert, dass sie an dieser Veranstaltung in Potsdam teilnimmt. Finden Sie, dass Angela Merkel die Muslime in Deutschland damit beleidigt?
Also ich habe gesagt, dass der Zeitpunkt angesichts der Situation, die wir in Deutschland haben, eine sehr überhitzte Diskussion über Integration, rassistische Aussagen, auch Sarrazins, die hier salonfähig gemacht werden, angesichts dieser sehr problematischen Lage, dass die Fronten eher verhärtet sind, habe ich gesagt, dass der Zeitpunkt hochproblematisch ist, auch vor dem Hintergrund, weil das Ausland ja genau auf Deutschland schaut. Und ich glaube kaum, dass im Ausland, gerade auch im muslimischen Ausland, die Message verstanden wird, dass die Bundeskanzlerin sich hier sozusagen für Meinungs- und Pressefreiheit stark macht, sondern es wird gesagt, warum denn diese Zeitenge oder diese zeitnahe, nach dieser unsäglichen Diskussion über Sarrazin und so weiter, jetzt nun dieser Punkt. Nun, dass klar sein muss, wir als Muslime stehen für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit auch ein. Und das ist ein ganz hohes und wichtiges Gut. Und das gilt auch zu verteidigen. Auf der anderen Seite die Respektfähigkeiten gegenüber Religionen. Und da leiden die Muslime unter der gegenwärtigen Debatte. Dann hat Angela Merkel ja heute nicht diese spezielle Karikatur ausgezeichnet, sondern sich für das Grundrecht auf Pressefreiheit stark gemacht. Und dazu gehört ja auch, dass man sich gelegentlich, ich will es mal salopp sagen, beleidigen lassen muss, weil das auch Teil des Presserechts ist. Sicherlich, das gehört auch mit zu dem Spannungsverhältnis Respektfähigkeit, Respekt gegenüber Religion auf der einen Seite und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Aber schauen Sie, im Grundgesetz stehen viele gute, große Dinge. Auch die Würde des Menschen ist unantastbar, ist auch ein wichtiges Gut. Und das gilt auch zu schützen. Und Dinge, die einem heilig sind, die etwas, was mit Religiosität und Glauben zu tun haben, müssen auch ein Stück weit geschützt werden. Und viele Muslime verbinden mit den Karikaturen und mit Mohammed-Karikaturen diese Karikatur, wonach der Mohammed als Terrorist, als Symbol sozusagen des Terrorismus dargestellt wird und damit alle Muslime pauschal als Terroristen dargestellt werden. Ja, dagegen verwahren sich die Muslime. Das ist ja nur eine mögliche Interpretation. Man könnte auch sagen, dieser Karikaturist hat mit seiner Zeichnung darauf aufmerksam gemacht, dass es Terroristen gibt, die den Namen des Propheten missbrauchen. Die interessante Frage ist, warum reagieren Muslime darauf dann so aggressiv? Natürlich nicht alle, aber es hat Massendemonstrationen gegeben und der Karikaturist ist seines Lebens nicht mehr sicher. Und dagegen muss vorgegangen werden. Und das ist absolut zu verurteilen, dass solche Reaktionen da waren. Und ich erinnere nochmal auch daran, und die Bundeskanzlerin hat uns auch in dem Zusammenhang lobend erwähnt, dass wir vor 5 Jahren allesamt, vor allen Dingen Muslime in der westlichen Hemisphäre, aufgestanden sind, protestiert haben, aber friedlich und demokratisch. Das heißt, es haben hier Gott sei Dank keine Botschaften sind angegriffen worden oder dänische Fahnen sind verbrannt worden. Das war unser friedlicher Prozess, wo wir gesagt haben, auch im Sinne der Meinungsfreiheit, das geht uns etwas zu weit, weil hier auch ein Stück weit unsere Würde verletzt wird. Wir reagieren überhaupt nicht gereizt, sondern wir sagen einfach, es ist immer ein Spannungsverhältnis zwischen Respektfähigkeit gegenüber Religion auf der einen Seite, Meinungsfreiheit, Würde, das gehört alles irgendwo zusammen. Aber das, und ich denke, das ist eine Balance, die immer auszutarieren ist. Bedeutet dann aber auch, dass man jeweils interpretiert, was empfindet man als beleidigend und was nicht. Also es gab ja zum Beispiel auch von deutschen Satirezeitschriften Satiren, die Jesus Christus durch den Kakao gezogen haben oder sich wirklich auch sehr derb über den Papst lustig gemacht haben. Da gibt es dann auch keine Morddrohungen. Ja, und diese Morddrohungen verurteilen wir auch. Und das ist auch nicht unsere Sprache. Sondern auch da sagen wir, wo Jesus Christus verunglimpft wird, das geht uns auch zu weit. Und wir haben auch dagegen friedlich protestiert und gesagt, können wir nicht Respektfähigkeiten auch da so interpretieren, dass die Würde der Christen nicht verletzt wird. Das heißt aber, Sie würden an der Stelle Zensur üben und sagen, sowas sollte verboten sein oder auch bestraft werden? Nein, wir sind nicht für Zensur und für Bestrafung, sondern wir sind dafür, dass in einer Gesellschaft, die multikulturell, multireligiös ist, dass man sozusagen einen Konsens hat. Und dieser Konsens ist unser Grundgesetz. Und da stehen wunderbare Dinge drin. Ich habe ein paar gerade erwähnt, die Würde des Menschen ist unantastbar und all diese Dinge mehr. Das gilt es zu erhalten. Diese demokratisch-freiheitlichen Werte gilt es hochzuhalten. Und dazu zählt auch und insbesondere die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, die hier zu verteidigen ist. Aber auch die Satire. Kann man die hochhalten, wenn man gleichzeitig dann sich über einzelne Satire so aufregt oder zum Beispiel die Bundeskanzlerin dafür kritisiert, dass sie einen Menschen, der so etwas gezeichnet hat, überhaupt auszeichnet oder sich mit ihm fotografieren lässt? Ja, dann müssen lässt. Wir aber dann müssen wir fragen, was wir kritisieren. Ich habe gerade gesagt, ich kritisiere die Bundeskanzlerin dahingehend, dass sie in einer sehr verhärteten und konfrontativen Situation in Deutschland, die wir haben, wo es um Integration geht, wo es um ganz viele Probleme geht, die einfach nur so muslimisiert werden sozusagen, in dieser Phase so eine Rede hält, das kann und könnte unter Umständen in der muslimischen Welt falsch verstanden werden. Das heißt, welches Signal geht auch an die muslimischen Bürger?
Bürger in unserem Land. Darüber müssen wir uns auch Gedanken machen. Und da wage ich zu bezweifeln und zu behaupten, dass viele Muslime das nicht verstehen werden. Das ist das, was ich kritisiere. Man könnte aber auch sagen, die Kanzlerin hat ein Signal an andere europäische oder westliche Nationen gesendet, das dort sehr wohl verstanden wird. Und sie hat auch ein Signal an all jene in diesem Land gesendet, die sich das Recht auf Pressefreiheit auch nicht durch einzelne Definitionen begrenzen lassen wollen. Richtig, und damit gehe ich auch d'accord. Nur schauen Sie, der radikale Christ und Pfarrer in Amerika, der jetzt aufruft, Korane zu verbrennen, der beruft sich auch auf die Meinungsfreiheit. Und damit wird aber nicht die Meinungsfreiheit als solches diskreditiert. Nur er beruft sich auch darauf. Deswegen müssen wir immer wieder neu diskutieren. Wo sind Grenzen? Wie weit geht das? Wo müssen wir austarieren? Es bleibt ein Spannungsverhältnis. Es ist kein Persilschein und eine Einbahnstraße. Ja eben, aber Sie würden ja jetzt nicht die Verbrennung des Koran mit der Karikatur in einer dänischen Provinzzeitung vergleichen? Habe ich auch nicht getan. Ich sage nur, dass derjenige, der aufruft, Korane zu verbrennen, sich ebenso auf die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit beruft. Und das ist auch ein Signal, was zum Beispiel an die muslimische Welt geht und damit diese großen Missverständnisse eher vergrößert werden und nicht die Brückenbauer, die bemüht sind zu sagen, schaut her, in unserem Land gibt es so großartige Werte wie Presse- und Meinungsfreiheit und das gilt zu schützen, da gilt es auch vieles auszuhalten, was ihr vielleicht so nicht kennt und auf der anderen Seite gilt es, die Würde des Menschen zu schützen. Und das sind alles wunderbare und wichtige Elemente und die gehören alle zusammen. Nicht nur das eine zu sehen und auch nicht nur das andere. Herr Masek, danke schön für das Gespräch. Bitte schön. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In den ganzen Debatten dieser Tage versucht die Bundesregierung jedenfalls unterschiedliche Zeichen zu setzen. Einerseits die scharfe Kritik an Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin, die ja auch damit begründet wird, dass er Vertreter einer staatlichen Institution ist. Andererseits die Unterstützung für den Dänen Kurt Westergaard im Zeichen der Pressefreiheit.